Willkommen zurück bei Pandoras Tower. Ja, viel Schlimmes hat sich ereignet. Ich war relativ fleißig offscreen. Das könnt ihr auch gleich sehen. Und zwar, was Waffen verbessern angeht. Seht ihr, mein Schwert ist auf maximal. Was? Da kann ich jetzt gar nicht mehr... Ach so, scheiße. Da wollte ich euch eigentlich noch zeigen, was man dafür genau braucht. Geht das nicht mehr? Oh Mist. Ist natürlich suboptimal. Aber wie gesagt, hier für die 10. Stufe, also auch 10 Silber und Spiegelsphäre, weiß drauf einen Strahlstein. Kriegt man alles im Morgen. Also in dem 11. Turm, in dem Morgenturm. Problem ist dabei halt, der unter anderem. Das war im Sinn Silber und Spiegelsphäre sehr, sehr selten ist. Das kriegt man einmalig, wenn man Mafta 3000, also Fleischschwert 3000 bringt. Jetzt habe ich die im Spiel schon, das heißt, ich werde jetzt einfach, weil ich das dann im New Game Plus Modus starte, nochmal machen. Und auch hier, hier man dunkle Materie, das habe ich allerdings zweimal, das findet man dann im 12. Turm und auch hier Spiegelsphäre. Also das kann ich doch nicht machen, aber sonst, das Schwert ist immerhin aufs Maximale. So. Ich habe auch jetzt viel Geld zusammen. Schriftstücke habe ich auch, ja. Gut, Schriftstücke konnte ich jetzt nicht mehr wirklich viel machen, aber... Was ist denn ja 73%. Ich werde jetzt einfach den Endboss machen. Und dann werde ich das Restliche, was doch fehlt, im New Game Plus Modus alles so, wenn ich dann endlich hinter diese goldenen Türen komme. Also. Da nehme ich dann einmal Medizin noch mit. Und yo, jetzt sind wir gerüstet, täte ich sagen. Oh, wobei, eine Sache noch. Und zwar da danke an den Jihati, der mir geraten hat, ich solle für den letzten Kampf die Doppelklinge reintun. Weil sie den Vorteil hat, dass sie schnell sei und es bei dem Endboss mehr auf Schnelligkeit ankommen würde. Und das mache ich jetzt auch gleich, weil ich habe sie noch niemals im LP eingesetzt. Und ich denke, ja, gut. Gibt es einen besseren Zeitpunkt für ein Debüt als gegen den Endboss, ja? Also, ich kann leider nur noch einen weiteren Stein der Weißen reintun. Gib mal her. Anlegen. So. Was ich jetzt noch als einziges reintun kann, wüsste ich gar nicht. Genau, ich habe übrigens auch Level 50 erreicht. Das seht ihr hier meine... Ja... Das Ende hier praktisch davon. Das Taktikhandbuch hat relativ gut fungiert, weil das Taktikhandbuch, was man 5000 kaufen konnte, haben noch kleine Gegner im 11. und 12. Turm fallen lassen. Und damit kriegt man, wenn man es verwendet, einmalig 5000. Ja, Quatsch, also, gut, wie viel Erfahrung weiß ich nicht. Auf jeden Fall, man kriegt viel Erfahrung. Okay, zum Herz. Ziel Herz. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel jetzt... Ja, was für ein Verlauf dieses Spiel jetzt noch nehmen wird. Die Spannung ist kaum zum Ausdruck. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieser letzte Turm aussehen wird. Okay. Wo ist meine Fee? Hier ist meine kleine Fee. Allerdings gerade ein wenig widerspinstig. So, okay. Okay, haben wir eine Tür. Diesen Raum verlassen und zum Abendsternturm gehen. Nein? Da kommt man hin? Okay. Ist das so jetzt die Verbindung zwischen den beiden Türmen, oder was? Und hier geht es zum 11. Turm, oder wie? Ja, Morgenkrautturm. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wo kommt man da genau hin in diesem Turm? Würde mich schon interessieren, weil, ja, mir fehlt dann noch, also 11. und 12. Erfüller habe ich nicht, diese Briefe, okay. Hallo. Da gucke ich mich jetzt schon um. Wie gesagt, mir fehlen noch die Schriften. Jetzt würde ich da Mastertür aus... Ja, ist es auch. Okay.
Also gut, das ist eine Verbindung zur Master-Tür, wie ihr es seht. Relativ interessant, diese Verbindung, finde ich. Gut durchdacht auf jeden Fall. Ne, da wird es wohl ein Dunkel zum Ausdruck sein, aber ich weiß wirklich nicht, wo ich die Bücher 11. und 12. Erfüller finde. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir gerne beraten. Ich muss einfach so oder so spekulieren, dass die letzten 27% Schriften mit den goldenen Türen sind, weil ich es eben nicht mit Sicherheit weiß. So, gucken wir hier. Fortfahren. Ja. Fortfahren. So. Hier geht's nach oben. Was war dann da hinten? Woanders hingehen. Hä? Hineingehen. Ist ein wenig kompliziert. Fortfahren. Okay. Von beiden Seiten kommt man da scheinbar nach oben. Gut. Folgen wir dem jetzt. Okay. Ich hoffe, meine Fee verlässt mich hier nicht. Weil, ja, ist gerade ein wenig unsicher irgendwie. Egal. Nach oben, Error, nach oben. Nach oben. Okay, hier ist die Verbindung. Und die letzte Statue, oder wie? Das scheint einer der Götter des Aios zu sein. Er blickt mit ernster Miene herab. Ich hoffe mal, der Etwas ist nicht Helena selbst, aber ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher. Okay. Someone's singing. Elena. Das ist sicher niemand. Und ich kenne ihren Gesang. Sie hat relativ oft gesungen in den Türmen. Nee, ich höre sie so gar nicht. Ich weiß nicht, was er hört. Egal. Also ja, das erinnert mich jetzt ein bisschen an das letzte Zelda-Dungeon immer. Weil ja, da gibt es ja auch immer einen relativ langen Aufstieg in dem letzten, ja, Burg von Ganon. Ocarina of Time, Twilight Prince, wie die alle heißen. Genau daran erinnert mich das. Ich glaube, diesen Dungeon kommt doch nicht mehr arg viel außer dem Endboss. Das ist jetzt wohl nur so eine Art Finalstrecke, sondern warte, you done it. Und jetzt geht's ab. So nach dem Motto. Yo, okay. Also rein in die Mitte. Was ist das? Altes Holzstück. Okay. Oh Gott, jetzt krabbelt sich der Weg hier schon wieder, oder was? Nee. Ich kann nur hier hoch. Meilenstein erreicht. Ja, bisher. Gut, bisher habe ich mir nur Zeit gespart, weil anstrengend ist es nicht. Oh Gott, geht das weit nach oben. Heiligsblechle, du. Ich glaube, der erste Part geht vorbei. Nur für den verdammten Aufstieg ohne einen einzigen Gegner. Ach, Herr Jemini. Oh, das relativ kurze Spiel ist doch noch ein wenig gestreckt. Als wäre ich jetzt schon ein bisschen hart, aber gut. So. Laufen, laufen, laufen. Laufen muss der Mensch. Okay, Cutscene. Oh, das ist schön. Jetzt gibt's was fürs Herz. Okay, jetzt hör sogar ich den Gesang. Was, sie ist wieder normal? What the fuck? Oder ist es nur eine Illusion? Ja, dachte ich mir irgendwie. Hi. Was sie. Leuchtet jetzt ein bisschen mehr, sieht jetzt ganz hübscher aus. Okay. Mafta. What? Sie's. Mafta ist überrascht. Five centuries have passed, and now finally we can be together. Mhm.
I came here so we could be together. Could this be her? Could this be Experiment Zero? That's right. But why so cold? We've been together since the Harvest Festival, haven't we? So the dreams Elena saw when she ate Master Flesh, those were your memories? No! Get out from inside me! Ach so, ist sie jetzt diese Frau, oder was? What is this girl sniveling about? Aaron did it all for me! He brought back that Master Flesh, so I could regain my full power. Now I will be together with Aaron, and we will become complete. Oh, Aaron! You look just like him, you know. So, you are... Stop! Get away from Aaron! This time, we will be together and bring peace. Okay. Hilfe, was muss ich jetzt machen, ey? Nee, das Auge habe ich schon mal. Au! Ach! Ja, nee! Also die Ausrüstung beschädigt. Ja, what the fuck? Ach du Scheiße. Okay, gut. Das bringt nichts. Aber ich bin so schnell, das stimmt. Wow. Okay. Mir scheint eine Art Verbindung aus allen etwas zu sein, und wie zum Teufel soll ich dem ausweichen denn bitte? Ja, komm, das ist das Auge, oder? Aaron, das ist das Auge. Ja. Aber ich muss mich angewöhnen, kürzere Züge zu machen. Boah. Wo ist sie? Warum kämpft sie gegen mich, wenn sie mich irgendwie liebt oder so? Keine Ahnung. Nein! Okay, mal ein bisschen was. Ah! Autsch. Ist natürlich nicht ideal, vor allem fand ich es so gut, wenn man da kurz bevor der etwas bei der Hälfte ist, das Ding drückt. Und dann, ja, richtig Schaden machen kann praktisch. Jetzt geht es natürlich leider nicht mehr. Weil man hier viele, viele kurze, viel kurz ziehen muss. Ich möchte nicht sehen, wie dieser Endboss durchdreht, ganz im Ernst. Okay. Das wäre das Auge, falls er es erwischen würde. Autsch. Verdammt. Ah, Mist. Mist. Ich glaube, ich das Item drin, was mich ein bisschen aufheilt. Hä? Hä? What the? Hilfe! Au. Also bisher ist der Endkampf echt schlecht von meiner Seite. Aber ich komme auch nicht so wirklich zu Potte. Autsch. Lass mich doch mal. Okay, gut. Einfach nur ein bisschen ziehen. Das andere fällt mir jetzt nicht ein. Oh. Hab keine Ahnung. Es wird zwar so endlose Ewigkeiten dauern, aber sie macht so großflächige Angriffe, da kommt man eigentlich kaum zum Ziehen. Chill. Okay, ich weiche mal aus. Jetzt probiere ich mal etwas, und zwar... Nee, sie kann ich nicht anziehen. Sonst hätte ich da die Kette irgendwie aufgeladen. Wow. Chill. Und, ah! Okay, jetzt vielleicht mal ein bisschen was? Ja gut, immerhin ein bisschen was. Ah, jetzt kommt das Auge schon wieder. Okay, gut. Das sieht super aus. Verdammt, ich wollte gerade eben ziehen, Mann. Komm schnell wieder, Auge, komm schnell wieder. Wenn die Kette noch ein bisschen was hat. Bitte. Böses Auge. Böses Auge. Boah, jetzt ist die Kette wieder unten. Das Auge kommt nicht mehr, Mann. Okay, jetzt. Ah. Verdammt.
Ah! Also das stelle ich mal auf einen langen Kampf ein. Immerhin kann ich auch so heilen. Also durch Zeit, die vergeht, ja. So, jetzt gut. Sehr gut. Schöner Schaden. Au. Okay.